Guten Tag zusammen. Ich hocke hier beim Schnorres, gibt's gerade einen schönen Kaffee. Und ja, der hat Arena. Und erste Überraschung, ich habe endlich meinen Ranger Wood 55 Grit. Preis müssen wir noch verhandeln, aber ich bin da guter Dinge, dass das okay wird. Ja, und der Christoph hatte jetzt ja gerade Geburtstag, für die es nicht wussten. Und er hat natürlich ein Original Schnorres Bier von mir Grit. Da steht zwar das Bier der Pfalz, aber ich glaube, das ist eine Lüge. Das ist eigentlich das Bier der Saarländer, weil ich mir es kenne. Pfälzer Schnorres bekannt. Gibt's auch noch in der anderen Ausführung. Nur die besten. Gibt's auch noch in der anderen Ausführung. Schnorres, das Bier der Pfalz. Ja. Das schleichen wir mit euch. Jetzt gibt's hier noch ein paar Messer, die der Christoph von TFG ausgeliehen bekommen hat. So, was haben wir hier? Ein Scherbukow, Scheburkow. Das hat immer falsch gesagt. Das ist Strich. Das Strich. Ja, das ist dein. Vollkarbon. Das ist dein Lieb. Ne, du hast es in der Plain Jane, wolltest du es, ne? Jawohl. Das ist schon ein geiles Ding, ne? Da gibt's gar nichts da. Ja. Einfach top. Ja, mit dem Licht von hinten ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber es sieht. Soll ich Licht auch machen? Ja, machen wir an. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Nicht viel besser, ne? Ja, es geht einigermaßen. Vollcarbon. Aber nicht das Marble-Carbon, oder? Ne, das ist ein normales Carbon-Gewebe. Und dann der Sladinox, der Mast, ne? Genau. Das ist schon ein geiles Ding. Da gibt es gar nichts. Ne? Mhm. Für NAVO. Ich kenne das ja nicht als User benutzen, ne? Wenn ich der Dommer mal. Denn wo ich täglich im Sack habe, ne, der sieht ja aus wie eine Sau. Und ja, das ist das wär, so. Das wäre, das wäre, könnte ich einfach nicht machen. Für ein Büro wäre es in Ordnung, ja, so, so für meinen Job. Aber der Schmidt wäre das hoffnungslos verloren. Aber nicht für harte Arbeiten, da ist es, da hast du ratzfatz Macken im Carbon. Ja. Aber das ist halt Gentleman-Folder. Aber so für Sonntags, aber auf für Frühstücken. Auf höchstem Niveau. Geil, ja. Das kenne ich ja schon, das habe ich ja schon ein paar Mal. Ja, habe ich schon ein paar Mal. Schon gedacht, jetzt darfst du mal die Hand holen. Ah, das sind die neuen Zertifikate. Ja. Die alten habe ich auch schon gesehen. So, und dann geht's weiter mit. Im Richie sei seine Wunderwaffe. TNT, Dynamite. Ja. Toni Tietzel, Toni Nikolaus Tietzel. Genau. Extrem lange Klinge, Carbon-Griffmaterial. Die Klinge ist echt groß. O1 ist das. O1. Ja. O1. Gleicher Stahl wie bei meinem Heidi. Das ist auch ein O1. Das ist auch ein geiles Ding. Das ist wirklich super. Die Klinge ist mir hier zu groß. Ja, die hat 12 cm. Ja, es geht. Das heilig, das ist echt der Hammer. Mit dem hast du auch geschafft, mit dem Bier? Jupp. Das ist zum Gebrauchen gewesen. Jo, das war zum Gebrauchen. Das du auch. Das ist wirklich nur ein Hohlschliff. Und da stimmt alles. Guck dir mal da unten. Ja, die Phase. Das kannst du mit der Schieblende messen, ne? Das ist das Zegel, genau. Und das macht dir freie Hand. Das sind da unten die Phasen am Fingerguard oder ähnliches mal, die der Toni da noch dran bringt. Das sieht schon geil aus. Aber mir geht hier zu viel Schneide verloren. Ja, das ist das, was mich stört. Aber ich habe jetzt mit dem Sandro mal geschrieben. Und auf die Schleifkerbe, ja. Und der Sandro hat sich immer schlau gemacht. Der Toni, ja. Tietzel hat dann das so erklärt, dass das kein unbedingt das Muss ist, sondern das ist so ein Designelement. Weil er fängt irgendwo mit einem Radius an, der sich da nochmal drin widerspiegelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, also mir wäre es auch lieber, wenn so kleine Schleifkerbe wäre. Ne? Ja. Also wenn ich, wie ich geschnitzt habe und habe so in der Hand gehabt, ne, dann willst du ja dahin, weil du ja dort die Daumenauflage hast, ne? Ja. Kommst du automatisch da in das Ding hin. Ne? Ja. Gut, ich könnte es jetzt, wenn es jetzt mein Messer wäre, ging ich dann eine Ecke da unten hole, ging es ein bisschen scharf machen und gegen Sulle hat der Feuerstahl und so weiter. Wird wahrscheinlich so 8 gehen, oder? Ja, ich habe es nicht probiert, ich traue nicht.
Naja, gehst du in die Schneidphase. Aber es ist eh auf 61 so viel gehärtet, ne? Das ist schon. Ja, das sollte nicht passieren. Das ist schon. Ich bin prinzipiell kein Freund von den Daumenrampen. Jo, auf 61 HRC. Ich wollte gerade schon Schnitttest machen. Ah, das ist das Zertifikat. Da krieg ich Eier. Ah, die Logos sind auch geil. Also, wenn er das da mal als Patch rausbringen, würde ich eins nehmen. Geile Logos. Toni, falls du das siehst, mach einen Patch draus. Super. Ach, das da hat noch gar kein, dieses, das Messer hat noch kein TNT-Logo drin. Die neuen habe ich jetzt schon gesehen. Hier so eine kleine Dynamitstange als Logo reingefräst. Ja, aber wer hat das gesagt, es sind eigentlich Customs, das hat also der Frank, der Supercall, vor kurzem gesagt. Eigentlich sind es ja Custom-Messer, weil ich kann mir Cams bestellen. Der Toni macht quasi immer das, worauf er gerade Lust hat. Das sind natürlich die Formen, die erkennt man wieder. Also man sieht, wenn das ein TNT-Messer ist. Aber ich kann halt nichts beeinflussen. Es sei denn, ich bin wirklich dick mit dem Toni wahrscheinlich. Da kann ich leichte Einflüsse, wenn ich sage, okay, mach mal eher einen Holzgriff drauf oder eher einen Carbongriff, aber wie das dann vom Design ist, tja, muss halt das kaufen, was da ist. Ja. So, von der Verarbeitung her ist das absolute Spitzenklasse. Ja, Verarbeitung ist gar nichts. Was mir gut gefällt, ist halt, dass die Griffschale verdeckt verniedet sind. Ne? Das ist hier einmal. Das ist natürlich nochmal eine. Jo, das versaut das Carbon da nicht. Da hast du eh die gerade Fläche, das sieht klasse aus. Mhm. Wird da Schnicksel und Bruch. Ich bräuchte jetzt an so einem Messer auch kein Lanyard holen. Ne? Nee, selbst das bräuchte man das nicht unbedingt. Das bräuchte man auch nicht unbedingt. Aber gut, es ist halt drin. Ja gut, weil zum, dass du das hin noch nimmst und dann hackst, machst mit dem Hacke, eh nicht. Zum Hacke ist das dafür ist die. Ja gut, zu leicht geht noch. Also ich meine, da ist schon ein bisschen Material hier auf der Klinge, aber dafür ist der Hohlschliff eigentlich dann nicht ausgelegt. Nee. Dann macht man sich ratzfatz dann doch in. Obwohl das der Reggie macht das ja, ne? Der Reggie, der holt die Dinger ja ohne Ende. Jetzt zeige ich dir mal was Feines. Ja, Lederscheide. Auch sehr geil. Also auch schön dünn gearbeitet. Das finde ich auch gut. Ich jetzt mal gerade mal noch die vom Heidi-Vergleich. Gut, das ist auch ein anderes Leder. Ne? Ja, klar, ist ein anderes Leder. Aber ich mag halt gerade auch das dünnere eigentlich lieber. Denn das trägt halt, wenn jetzt habe ich hier mit dem Heidi ein kleines Messer. Die Scheide trägt sich super in der Hosentasche, da gibt es gar nichts. Wenn jetzt allerdings nochmal aus dem Leder werden, nochmal ein Stück dünner, weil das natürlich nochmal ein bisschen angenehmer. Nochmal ein Stück leichter. Cool. Das Messer, ne? Ja. Nichts. Und die Scheiden macht er auch selber, ne? Jo. Sehr verdammt unterstützend, da bist du dabei. Mhm. Wenn man das ein bisschen hilft. Ja, gut, man muss ja noch studieren, ne? Genau, dann der studiert. So. Und dann das nächste. Das absolute Highlight. Das ist ein gutes Stück schwerer, ne? Ah, jo. Ja. Das ist aber auch der Griffschale geschuldet. Wahnsinn. Was ist das? Giraffenknochen. Ah, Giraffenknochen. Aber bombig. Da gibt's. An dem Messer, ich finde ja überall was, ne? Aber an dem Dummesser, das ist top. Das muss ich mal gerade nochmal das Leder dran legen. Ja, bei dem ist die Schleifkerbe auch nicht ganz so groß. So. Das hat hier unten die Phasen da unten, die der Toni da anbringt. Die sind noch mal ein Stück kleiner. Sehr geil. Da ist auch die. Da ist diese Dynamitstange drauf. Sieht man's? Jawohl. Sehr gut. Ist das gefräst? Das ist gefräst. Nee, das ist gefräst. Kleine. 0,5 mm Fräser oder sowas. Ja, fräst du das dann hin? Von Hand? Von Hand, also auf der Maschine. Ne? Das ist schon auch ein geiles Ding. Ne? Ja, geiler polierter Knochen. Hat halt sehr präsent. Ne? Ja. Gut, aber sowas wäre, das würde ich auch gar nicht benutzen.
Da ist die Klinge jetzt aus RWL 34. Mhm. Und auch gehärtet, glaube ich, auf 60, 61 genau, weiß ich, sonst hat er das Antor auch nicht gewusst. Ja, gut. Aber es ist auch ein geiles Ding, da gibt es gar nichts. Gut, aber die Phase und mit der da rumschliff hat, ne? Das macht ja alles von Hand. Mhm. Und da ist die eine Seite genau wie die andere Seite. Aber dort, der hat da Oberarrehohlschliff drin, ne? In der Phase da, in der Switch. Gut, das kannst du ja. Irgendwie. Da musst du eine ganz ruhige Hand haben. Ja, was so was am Maler. Na gut, ne, das ist ja auch gerundet. Ja. Wahnsinn. Gut, so Perfektion, die hat halt auch ihr Preis. Ich meine, das ist ja Material, was Geld kostet. Ne? Und der Sandro hat mir mal erzählt, der tut ja die Klinge grob vorschleifen, dann wäre die gehärt und dann schleift er die erst fertig. Ne? Mhm. Da braucht er praktisch für jedes Messer ein neues Band. So gehen da die Bänder lieber. Ne? So, ja, das haben sie erwähnt gerade im Video, ja, dass der 2-3 Bänder pro Messer verbraucht. Und so ein Band kostet 40 Euro. Ja. Sehr geil. Doch, Lisbeth, klar. Geile Messer. Kann man ja noch sagen. Ja, das ist natürlich erste Sache. Und das da ist von Südkreuz, ne? Ah, das ist Südkreuz und ja. Das ist die 2-Stahl und Maserbirke. Und der R geht, ich habe den mit dem Magnet gemessen, der geht ungefähr bis ein Zentimeter vor die geht der, der R. Ja, die haben wir auch schon auf dem Stammtisch vom Bogensporthotel schon ein paar Mal gesehen, die Südkreuzmesser. Also von den Videos davon. Naja, steht alles auf Vorsicht drauf, ne? Das ist ja, wenn sie. Wenn sie nach Deutschland liefern, können sie gut ihr russisches Logo drauf machen und dann der Rest in Deutsch. Ja gut, das muss, wenn du musst erstmal auf dem internationalen Markt sind und dann fangst du danach an. Vorher musst du halt deine russische Markt bedienen. Das stimmt. Griff ist geil. Ja, der hat klasse in der Hand. Ne? Schönes Maser. Ist ja noch griffig. Obwohl das glatt ist, ne? Es ist richtig Handschmeichler, ne? Aber es ist trotzdem griffig, also. Richtig Handschmeichler. Maserberg ist schon ein geiles Material, wenn du so Knolle hast. Ist halt die 2-Stahl, da muss halt ein bisschen fliegen. Ja, das ist so. Aber das ist ja. Immer. Dass er durchrostet, das erleben wir nicht mehr. Nee, um Gottes Willen, ich hatte drin ein Messer, das hat nicht in 20 Jahren. Das habe ich von der Marke gelassen, das war das erste Messer, aber es ist die 2, wo ich gehabt habe. Und da ist noch gar nichts. Was man wahrscheinlich auf der Kamera nicht sieht, hier vorne so ungefähr an der Stelle, ist hier auf der Seite so ein kleiner Absatz drin, wo die Klinge dann scheinbar zuläuft. Da haben sie nicht ganz hundertprozentig geschafft. Nee, da haben sie nicht sauber geschafft. Ne? Ist das auf der anderen Seite nicht? Auf der anderen Seite ist es nicht so stark. Dreh's mal ins Licht, dass man sieht. Da geht's. Wenn du mit dem Finger, da merkst du es. Ich muss schnell drüber fahren, dann merkst du es. Das ist stärker. Ja, da ist der Absatz. Das haben sie, da haben sie es auslaufen gelassen und da nicht. Da haben sie einfach aufgehört. Haben sie keine Lust mehr gehabt? Ja, kein Bock mehr. Der Schleifer hat gesagt, Feierabend. Ja, ich da war es 2 Uhr mittags. Wir sind bei die Anfänger und dann hat es geregelt. Wenn ich mal hören. Nee, ab dann gab es Wodka. Ja, oder so. Oder so. Geil. Das ist ja am Ritchie sein Messer. Da hatte ich schon ein paar Tunden und alles Mögliche damit. Ne? Das ist schon schön. Maserberg ist zwar gut, aber ich finde, für Maserberg kommt eher an einem Poco gut, wo die Klinge nicht so groß ist, wo die Klinge dann nachher nicht so schwer ist. Gut. So habe ich halt eine relativ. Es ist relativ klingenlastig. Ja, das ist total klingenlastig. Ne? Ja, bitte mal, ne, bitte, das ist eigentlich, mal, ne? Eigentlich mittig, aber gefühlt. Gefühlt ist halt. Weil du weißt, dass der hinten immer leichter wird, ja. Aber es ist ein Handschmeichler, ne? Ja. Also wer ein Messer braucht, was er schneidet oder so, ist mit dem Dock genauso gut bedient, wie mit dem 200 Euro mehr kostet. Ja, oder? Das ist gar nichts. Oder Messer zum Schneiden. Ja. Wenn der Messer brauchst, was er schneidet, da. Bagi. Gani. Ach, das ist neu. Die war da, nee, die war dabei. Da, die war dabei. Ich will mal nur Letterschäden machen, also ähnlich wie deine. Ganz schmucklos, welche Karte war. Ja, genau. Ich habe ja für meine Lagua in die Marke gelassen, beim André. Beim Lima Ross? Ja. In der Scheide, ja. Hast du die noch nicht gesehen? Nee, die habe ich nicht gesehen. Wenn du Kalex brauchst, brauchst du Haui, ne?
Jo, klar. Eigentlich vom Haui hat ich ja. Hat er noch eine sekundäre Schnelltfass drauf? Nee, normal ist nicht. Ball ist auf Null. Ja. Das ist ein Schneider, Erl. Da hat man ja der. Da habe ich mir. Da ist normalerweise ein Letterchen dabei. Ich habe mir aber beim Haui Kitex bestellt. Ja. Wenn ich das Messer, wenn ich mit der Hunde gehe, so um den Hals dort als Neckknife. Ja. Damit ich die Hände frei habe. Und so normal ist, stecke ich das so gerade so. Zack. Ist schon sauber gemacht, also der hat schon drauf. Ne? Also für Lederscheiden auf jeden Fall mal den Lehman Rust kontaktieren oder euch ein paar Videos von dem angucken. Kanal verlinke ich jetzt mal hier drunter. Der hat echt drauf mit Lederscheiden, was der im Heiko vom Kanal Scharfes Zeug. Jo. Dem Waldmickel von der Scheide gemacht hat und ich glaube, Marco vom Kanal Outdoor-Fan ist das, ne? Nee, das ist der Marco. Achso, Marco vom Kanal, Marco, sorry. Ah, der Simon ist vom Outdoor-Fan, genau so, habe ich gerade verwechselt. Eine Wahnsinnsarbeit. Skulls mit 3D-Optik-Effekten rein, Hammer. Ich bin jetzt auch dran, er wird mir jetzt auch von Marvelliman demnächst mal eine Scheide machen lassen. Das wird aber eine Überraschung, was das wird. Alexander Schönbeck. Baut auch Schäden. Ja. Einmal frei. Das ist vom Alex vom Kanal Alex Outdoor Adventures. Der macht sowas auch ab und zu gern mal. Ja, da geht schon was dazu, um einfach sowas fertig zu bringen. Okay, ich mag ja nicht Isula. Ich mag ja Isula. Hast du keine Ahnung? Nee, ich mag die nicht. Das die sind. Geiles Ding. Preis-Leistung total für den Eimer. Gut, das darfst du ja nicht holen. Immer. Lagor. Howie Art. Alle Links in der Beschreibung. Howie, bei dir komme ich auch mal noch vorbei. Bauen wir ein Messer zusammen. Der macht schon geile Dinger. Da gibt's gar nichts. Einfach genial. Das ist schon. Ja, das ist das nur. Das Lager ist was für Männer und das andere ist fürs Büro. Ja. Genau, aber das darf, das gefällt mir so gut. Mein gutes Büromesser. Ja, das gefällt mir so gut, das Ding. Ja. Ich hätte nur gehe einen Zentimeter länger, dass ich da unten ein bisschen mehr flach habe. Das ist ja kein Problem. Ah, nee, kann ich nicht bestellen, ich weiß. Das gefällt mir so gut. Kann was mir gerade ein Rodeliner, Standard, das ist sowas von geil. Mhm. Obwohl das doch immer auch reicht. Verkauf ging ich das nicht noch. Nee. Das ist schon ein feines Ding, da gibt's gar nichts. Chain Patina drauf, fällt mir. So muss immer so aussehen. Sehr. Da hat der Heidi Blacksmith schon ein sehr gutes Design erfunden. Wobei das neue gefällt mir auch ganz gut. Der hat jetzt mal so ein bisschen in Richtung Sheepfoot experimentiert. Eignet sich natürlich sehr gut dann wieder für die Küche zum Schneiden von. Ja, halt Gemüse, Fleisch, was man so braucht, um eben eine größere Schneidfläche unten zu haben, wobei das Tier geht ja nicht auch. Das hat nur die reine Schneidfläche, wird hier halt knapp, wenn ich ein Stück Kuchen schneiden soll. Dann muss ich halt die Portionen kleiner machen. Ja, kleiner Kuchen schneiden. Ich schneide mir Wurst, die ist nicht so groß. Ja, das ist genau. Ja, sehr schön. Das ist schon. So, da schicke ich die doch mal auf die Reise nochmal. Ja, an der Stelle sagen wir jetzt schon mal Tschüss. Kleiner, spontaner Messertalk hier in einem Feierabend beim Christoph vorbeigefahren. Wir sagen danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.